Haben wir jetzt Ton? Ich hoffe. Oh Mann, das tut mir echt leid, dass das nicht geklappt hat. Eieieiei. Die liebe Technik, da steckst du manchmal echt nicht drin. Du machst den Rechner freitags aus, montags an, veränderst nichts, plötzlich geht der Ton nicht. Sorry dafür. Auf Zoom ist der Ton da. Ja, das ist strange. Ja gut, ich habe auf Zoom ein zweites Mikrofon, das ist also kein Thema, aber trotzdem ist das komisch. Aber gut, das tut mir jetzt sehr leid. Dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die Analyse hier im DAO. Die Fakten quasi in 30 Sekunden im DAO. Also, für diejenigen, die es auf Facebook jetzt noch nicht gesehen haben, jetzt kommt der Ton. Also, passt auf, der DAO. Kurz im Blick. Also, hier übergeordnet. Aufwärtstrend haben wir da, Higher Timeframe sehen wir schön. Was haben wir noch? Hier oben die Konsolidierung auf einem sehr, sehr hohen Niveau habe ich hier zwischen diesen beiden Linien. Das ist sehr, sehr bullisch, aber eine Trading Range. Heißt also im Groben, gehen wir oben drüber, haben wir Trendfortsetzung oben rein, übers Hoch 34,252. Erstes Kursziel aus Mal nach Zahlen, das Potenzial der Korrektur hier oben bei 34,445. Zweites Kursziel bemessen an dieser Tiefe oben 34,822. Wer das Ganze im Kleinen schauen will, hier ab in die Stunde, ziehen wir auch nochmal durch. Da sehen wir schön den Range-Verlauf hier oben, der Deckel drauf, unten der Boden. Fliegt der Markt jetzt hier oben drüber, über diesen Kaufbereich bei 34,1 um die 40, 50 rum, dann gute Chancen, das Allzeithoch rauszunehmen, um weiter nach oben zu laufen. Prallen wir allerdings hier schon ab, dann hier erster Anlaufpunkt, 34.000 Punkte Marke. Darunter für die ganz kurzfristigen Trader erstes Zwischenziel 33.971, zweiter Anlaufpunkt hier der Drehbereich 33.890 und hier unten dann natürlich der Auffangbereich, das untere Drittel, beziehungsweise nicht das untere Drittel, den unteren Punkt der Range 33.710. So, das im Schnelldurchlauf. Ton passt jetzt wieder. Also hier an dieser Stelle ganz gut. Manchmal müsste das Telefon klingeln. Machen wir durch. Als nächstes gehen wir weiter mit den Wunschmärkten. Und zwar haben wir hier an dieser Stelle US-Dollar, Kann-Dollar im Währungsbereich. Dann haben wir Euro, Schweizer Franken. Und von Facebook bekommen wir noch die Frage nach dem Euro-US-Dollar. Na klar, das ziehen wir komplett mit durch. Der Euro-US-Dollar. Wuha, der geht sowas von durch die Decke, das ist unglaublich. Das hat man auch schön sehen können, als der US-Dollar oder der Dollar-Index seinen Aufwärtstrend gebrochen hat. Da ging die Post echt sowas von nach oben ab, das ist der Wahnsinn. Aber zunächst US-Dollar, Kann-Dollar hier auf der Uhr. Bitte bei allem nicht vergessen, am Mittwoch ist FED-Sitzung, das muss man ein bisschen auf dem Schirm mit haben, aber die Trades im Vorfeld, wo der Markt was einpreist, sind doch interessant. Hier haben wir das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Wir haben jetzt, in der letzten Woche haben wir schon mal drüber gesprochen, wir haben jetzt endlich die Entscheidung, dass der Markt doch so ein bisschen was zur Unterseite sucht. Das heißt, hier an dieser Stelle schaut mal der Abwärtstrend. Hier unten diesen ehemaligen Supportbereich haben wir jetzt tatsächlich nachhaltig abverkauft. Wenn man von nachhaltig spricht, meine ich damit, dass der Markt tatsächlich hier dieses Level da runtergebrochen hat. Dann gab es den Test und jetzt scheint er trotzdem nach unten zu wollen. Es ist ein sehr, sehr langsam laufender Markt, aber wir sehen es halt hier oben. Schaut mal, hier oben haben wir irgendwo den Deckel drauf. Da liegen so ganz, ganz viele Linien. Das heißt, das ist der Widerstandsbereich hier. Den kann ich auch mal ein bisschen breiter ziehen an dieser Stelle. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir unten diese fallenden Tiefs. Und das ist halt ein Zeichen, dass der Markt oben nicht bereit ist, höhere Preise zu kaufen und unten sozusagen immer später anfängt, auf die Käuferseite zurückzukehren. Das heißt, das ist schon ein Weg, den man durchaus durch die Unterseite sieht. Und dadurch, dass wir hier jetzt nicht wirklich was noch dazwischen liegen haben, sieht so aus, als wenn der Markt tatsächlich hier auf die Lows unten nochmal raufgeht. 1,23, was haben wir gehabt? 6,50 ist das Tief hier unten gewesen. Wir haben auf der Unterseite auch noch ein bisschen was ans Potenzial. Da müssen wir allerdings mal in die weiteren Zeiträume schauen. Das heißt hier ganz klar natürlich, dieses Level hier unten ist Nummer 1. Und wenn das auch bricht, setzt sich dieser Abwärtstrend fort. Und dann haben wir hier auf der Unterseite aus der charttechnischen Betrachtungsweise her noch zwei schöne Ziele liegen. Unten die 1,22.
21,46 und hier unten die 1,2056. Das sind mal Marker, die sind auf der Unterseite da. Und wer das Ganze im Kleineren mal sehen möchte, der sieht auch hier, das war der lange Bereich, als der Markt sich nicht gehalten hat. Und jetzt geht es hier halt zur Unterseite rein. Der Markt trendet nach unten. Und wer hier mit dem Trend arbeitet, ist auf der Unterseite relativ gut aufgehoben, weil der Markt zeigt uns fallende Hochs, fallende Tiefs, ist das, was wir brauchen für entsprechend einen Abwärtstrend. Umkehr natürlich kann immer passieren, aber der Trend zeigt hier momentan deutlich nach unten und die Potenziale auf der Unterseite sind auch wirklich sehr, sehr schön vorhanden. So, das war US-Dollar, kanadischer Dollar. Dann gehen wir mal rauf auf das Währungspaar Euro, Schweizer Franken. Da haben wir ihn im Tageschart auch mit bei. Auch hier sehen wir, der Markt ist verortet momentan in einem Abwärtstrend. Das sehen wir hier. Die fallenden Hochs haben wir da, die fallenden Tiefs haben wir hier auf der Unterseite. Ich lösche den Chart mal kurz mit ein paar Linien raus. So viele Linien brauchen wir hier gar nicht. Wichtige Linien sind nämlich die, die wir hier oben liegen haben. Das heißt, auf der Oberseite der Deckel oben, ganz klar. Der hier oben ist allerdings ein ganzes Stückchen weit weg. Die Verortung hier an dieser Stelle ist momentan hochinteressant, ja, denn was wir hier sehen ist, ich skizziere das mal eben ganz kurz hier an dieser Stelle, wir sehen den Abwärtstrend, der möglicherweise gleich von einem Gegentrend besucht wird. Also hier schaut mal, das entsprechend der Markt, wie er nach unten läuft, hier oben rauf, ja, das, der Deckel hier oben, der Drehbereich um die Marke von 1,11, ja, 13 bis 20 hoch in diesem Bereich haben wir ja da. So, schaut mal, das war der Move zur Unterseite hin. Und was wir jetzt an dieser Stelle sehen, ist stark nach oben, deutlich korrigiert die Bewegung, aber hier ein höheres Tief gemacht. Und jetzt lupft der Markt so ein bisschen wieder, er liebäugelt hier oben mit der Marke von 1,1060. Läuft er hier drüber, haben wir einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend hat dann durchaus das Potenzial, zunächst erstmal hier oben in den Widerstand, um die Marke von 1,1113 reinzulaufen. Das ist das, was wir hier sehr, sehr schön erkennen können. Und was wir auch schön erkennen können, ist, wenn wir das in dem kleineren Trendverlauf uns mal anschauen, dass wir durchaus auch hier diesen aktuellen Schub, also diesen hier auf Tagesbasis, das, was wir hier von unten raus sehen, dann sehen wir auch schon wieder schön trendig. Hier, schaut mal, hier haben wir eine Bewegung, da war die Korrektur und jetzt trendet der Markt von unten nach oben schon wieder raus. Das ist durchaus ein bullisches Zeichen und wie schon gesagt, wenn der Markt hier drüber läuft, sehen wir das, haben wir dann einen schönen Aufwärtstrend, der auch auf Tagesbasis valide da ist und der wird unten geführt durch einen trendigen Bewegungsarm. Hier auch ein schönes bullisches Zeichen durch diese W-förmige Konsolidierung im Kleinen. Also die sieht man auch im Kleinen immer mal. Sehr, sehr schön, schaut mal hier. Einmal, zweimal und dann ging es halt nach oben. Also hier schön, ne, hier aufgesetzt, das ist das W. Und dann kam nochmal der Versuch hier, also mehrfach Boden haben wir da und dann geht der Markt nach oben. Also das Ganze hier ist, wie es ist. Also natürlich ist das jetzt, sieht nur so aus, ja. Aber hier einmal und zweimal das Ganze gesehen und dann lief es schön nach oben. Und das ist sehr, sehr interessant hier zu sehen. Das ist ein Stärkezeichen, dass der Markt da nicht rumgedreht ist. Und wenn wir hier tatsächlich über das Zwischenhoch drüber gehen, haben wir gute Karten. Wer das Ganze kurzfristig traden möchte, diesen Ausbruch auch oben drüber und sich möglicherweise eng absichern möchte, der hat hier oben ein paar schöne Anlaufpunkte hier. Ich zeige es mal hier, diese Zwischenhochs, die wir hier drin liegen haben, die liegen auch schön eng aneinander hier. Das sind so grob die Marken um die 1,1087 und hier die 1,1095, 96. Hier kommt durchaus Kaufdruck auf, wenn die Shorties sich eindecken. Und wenn wir dann noch hier oben drüber fliegen, über dieses Zwischenhoch, haben wir gute Chancen, noch ein Stück weit höher reinzulaufen, nämlich hier oben in den Drehbereich rein, um die Marke von, über den Daumen, ganz grob gesagt, 1,1170, das haben wir hier oben liegen. Also durchaus interessant, auch für die kurzfristigen Trader. Wer das kurzfristig machen möchte, braucht natürlich auch noch ein Absicherungslevel und die lassen sich gut unter den ehemaligen Kauflevels sozusagen positionieren. Das heißt, hier an dieser Stelle wäre mal der Kaufbereich, der wäre hier oben in diesem Levelbereich drinnen. Und wer da jetzt bis hier oben reintreten möchte, eine Chance,
hier nach unten abzusichern. Das kommt aus dem 5-Minuten- oder 15-Minuten-Chart, kann man das sehr, sehr schön auch mit ersehen, was da oben gewesen ist. Schaut mal hier, das ist, Moment, ich raff's mal noch ein kleines bisschen weniger zusammen oder mehr zusammen. Schaut mal hier, das unten hier, da hat man das Zwischenlow hier in diesem Bereich gehabt, ne? Und wenn man sich darunter absichert, ist das schon mal ein gutes Sicherungslevel. Und dann zieht man halt einfach schön auf die entsprechenden Zwischentiefs nach. Das Ganze hier an dieser Stelle immer wieder schön zu sehen. Da kann man Folgen einfach nachziehen. Und wenn es bricht, dann ist es vorbei mit dem Trade und eine gute initiale Absicherung ist auch da und ein schönes CRV haben wir ebenfalls noch. Also von der Seite her durchaus auch interessant, schön für die Long-Seite. So, dann haben wir noch als weitere Frage den Euro-US-Dollar. Den geben wir natürlich auch direkt mit an. Moment, Euro-US-Dollar. Hier, wo ist er? Das ist der Austral-Dollar, Yen. Da haben wir den Euro. Jo, der kommt in 15 Minuten gerade ein Stück weit zurück. Sieht so ein bisschen nach Korrektur aus hier an dieser Stelle. Wird interessant, was hier unten passiert. Oben hat er schön eine Deckelzone um die 1,21. Das ist wieder grandios, wie der da oben hinzieht, wie die markttechnischen Level funktionieren. Schaut mal, hier hatten wir bei der letzten großen Chartbesprechung, hat man genau dieses Level hier oben auch mit für den Zielbereich mit angegeben. Also wieder mal Punktlandung sozusagen da oben gewesen. Interessant ist jetzt, wie es hier weitergeht. Wir haben diesen richtig dynamischen Schub zur Oberseite gesehen am Freitag, nachdem wir hier eine ganze Weile hin und her gedümpelt sind, so die große Unentschlossenheit gespielt haben. Jetzt zack, plötzlich den Markt nach oben. Der kleinere Zeitrahmen hier sehen wir es momentan hier an dieser Stelle. Schaut mal, das ist alles noch vom großen Abwärtstrend die Gegenbewegung. Aber nichtsdestotrotz, davon sollten wir uns nicht verirren lassen. Der Markt ist aktuell in einem Aufwärtstrend verortet. Das sehen wir hier, wenn wir im 4-Stunden-Chart reinschauen. Hier schaut es euch an. Das ist der Markt hier. Steigende Hochs, steigende Tiefs. Sieht man sehr, sehr schön hier immer wieder die Hochs. Jetzt geht es in die Korrektur rein. Wer das Ganze traden möchte, das hatten wir ja gerade im 15-Minuten-Chart. Erster Anlaufpunkt wäre mal hier dieses Ausbruchslevel. Ich mache das ganz kurz mal in grün mit in den Chart an dieser Stelle rein. Das ist das Ausbruchslevel. Wenn sich hier keine Käufer finden, dann wäre mal der nächste sinnvolle Anlaufpunkt, den man hier gut planbar traden kann, beziehungsweise anlaufen kann, das Trendtief, was wir hier gehabt haben. Also das Tief von diesem Aufwärtsmove. Das, was wir jetzt hier sehen, die Korrektur, ist lediglich die Korrektur von diesem Aufwärtsarm hier, ne? Das ist der Trend, den wir hier unten drunter liegen haben. Das heißt, hier an dieser Stelle ist das nur die Gegenbewegung im großen Bild. Das heißt, hier schauen wir uns gleich auch nochmal im kleineren Chart an. Das ist der Move zur Unterseite. Wichtig ist dieses Level hier unten im Sinne dieses aktuell laufenden Aufwärtstrends um die Marke von 1,20. Das muss halten. Wenn das rausfliegt, dann können wir uns deutlich auf der Unterseite mit bewegen. Es kommt halt darauf an, was die Fed auch am Mittwoch erzählt. Das wird sehr, sehr viel Einfluss auf das Marktgeschehen an dieser Stelle haben. Aber ansonsten, wie schon gesagt, ist das jetzt hier eine ganz normale Korrektur und die schauen wir uns, wie schon gesagt, nochmal eben im 15-Minuten-Chart an. Und wenn wir uns den 15-Minuten-Chart mal näher betrachten, hier sind wir von unten rausgekommen. Das ist der aktuelle Bewegungsarm. Und der ist immer noch intakt. Das heißt, das, was wir hier sehen, ich skizziere es mal direkt auch mit an hier an dieser Stelle. Im Moment sehen wir es hier im Trendverlauf genau. Der ist intakt, solange der Markt nicht unter dieses Level hier fällt. Also hier drunter, da wäre der Markt dann sozusagen aus dem Trend raus. Da wäre der Trend erstmal gebrochen. Dieses Level hier unten, das ist hier, ich ziehe es mal ganz kurz hoch, das ist hier unten der Drehbereich. Am Tief haben wir gehabt, hier unten im Low, die Marke von 1,2088. Hier unten drinnen, ne, das hat sogar getroffen, 88, 89 rum. Also, das ist mal der Bereich, der Drehbereich hier. Naja, es ist eher hier die 89 so. Aber wie schon gesagt, nicht bitte auf das letzte Pip runden. Das ist der Bereich. Und wenn der abverkauft wird, dann sieht es eher so aus, als wenn der Markt erstmal die Unterseite annimmt. Und dann kann man sich auch schön an den Zwischentiefs entsprechend sag ich mal, orientieren. Und der Schwungbereich, den wir da dann haben, hier, wir sehen es ja selber, das sind planbare Anlaufpunkte, aber das ist von der Strecke her schon ein ganzes Stückchen weit für das Kurzfristige. Da muss man sehen, wo es hingeht. Aktuell, wie ich schon gesagt, tiefe Korrektur, kleiner Abwärtstrend ist auch schon da. Prallen wir allerdings hier von der 1,2090 oder der 1,21 wieder ab, sieht es eher nach der bullischen Fortsetzung aus. Fällt der Markt runter, dann wissen wir genau, aha. Jetzt haben wir die Korrektur des letzten Bewegungsarms hier, also das wäre im 4-Stunden-Bereich dieser hier, der ist dann in Gange
Und der hat dann das Potenzial, erstmal Runden Richtung 1,20 zu laufen. Da muss man einfach mal entspannt zuschauen, was hier passiert. Wie schon gesagt, die 15 Minuten geben so ein bisschen den Takt vor. Und solange wie dieser Aufwärtstrend noch intakt ist, gibt es keinen Grund, gegen diesen Trend zu setzen. Bricht er allerdings weg, dann wären das Chancen, tatsächlich mit reinzugehen zur Unterseite. Wie könnte so ein Wegbrechen aussehen? Ich skizziere das Ganze mal ganz kurz auf, einfach für die klassische Planung, die man hier an dieser Stelle sieht. Und da schauen wir einfach mal. Wir haben es ja schon gesehen hier. Da läuft der Trend so ein Stück weit nach unten. Moment, ich möchte mal die saubere Linie haben. Also schön das hier. Also hier, schaut mal, wir sind hier durchgezogen. Dann gab es die Korrektur. Jetzt die Bewegung. Das, was wir jetzt sehen, ist die Korrektur. Und wenn die dann unten durchschiebt, so sieht das Bild dann aus. Das wäre ganz, ganz klassisch ein Wechsel. Den sehen wir aber erst, wenn es soweit ist, ne? Das ist jetzt noch viel zu früh. Aus jetziger Sicht ist das ein ganz, ganz klassisches Umkehrsignal aus der tiefen Korrektur raus. Hier, wenn wir das mal so sehen wollen, da haben wir es da. Moment, ich mache mal kurz das Signal auch an. Hier an dieser Stelle, also hier, das ist die tiefe Korrektur dieses Armens. Und wenn wir hier unten tatsächlich wieder rumdrehen, dann haben wir das Ende dieser Abwärtsbewegung und dann haben wir schön die Chance, zur Oberseite rein zu traden. Das heißt hier, wenn wir uns das Ganze im 4-Stunden-Chart mal anschauen wollen, hier, da sehen wir es, das ist der Aufwärtsschub an dieser Seite. Und wie schon gesagt, der korrigiert jetzt gerade mal ein Stück weit raus. Der Bewegungsarm ist aktuell absolut okay. Erst wenn wir hier unter die 1,2088 drunter fallen, dann ist der gebrochen und dann haben wir die Korrektur auf der tiefen Basis. Das ist das hier im kurzfristigen Bereich. So, haben wir noch weitere Fragen in den Währungen? In den Währungen haben wir nichts. Hier kommen immer wieder Fragen zu den sozusagen zu den Rohstoffen. Ich muss noch ein bisschen vertrösten. Mir tut das hier an dieser Stelle leid. Ich habe Palladium hier tatsächlich noch nicht so, dass ich sauber zeigen kann. Das ist hier momentan noch in Hintergrundarbeit. Das wird kommen. Die Geduld wird belohnt werden, ganz klar. Und dann können wir die Rohstoffe hier auch definitiv mit besprechen. Und deswegen an dieser Stelle immer mal wieder nachfragen, ist ganz, ganz wichtig. Ich habe aber die Daten einfach nicht da. Deswegen kann ich hier an dieser Stelle nichts sauber dazu besprechen. Wird aber kommen, ist nur noch eine Softwaregeschichte und wenn die dann läuft, dann haben wir es da. So, jetzt schauen wir zum Wochenauftakt noch mal ganz kurz auf den DAX. Ja, wir haben es jetzt 9:04 Uhr. Handel ging los hier an dieser Stelle. Den DAX schauen wir uns auch gleich direkt an. Hier, da haben wir in der Stunde, wir sehen es hier, der DAX auf Tagesbasis ist weiterhin ja, auf dem Weg nach oben unterwegs. Hier oben das Zwischenhoch der letzten Woche, 15.337, das ist das interessante Level. Das sollte rausgenommen werden. Wenn das wegfliegt, dann sieht es für den heutigen Tag not too bad aus, wie der Amerikaner sagt. Das heißt, dann haben wir hier, schaut mal, dann hier, das ist blau, das war sozusagen der Bruch dieses Levels. Und wenn wir hier oben über die 15.300, knapp 40 wieder drüber steigen, haben wir wieder einen kleinen Aufwärtstrend und dann haben wir schön die Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Das heißt, die Level, die jetzt hier interessant sind, sind hier oben die Oberkante 15.337 und das kleine Zwischentief hier oben im Bereich der Marke von 15.153. Schauen wir uns mal kurz an hier. Das ist das Low hier unten. Na, ich ziehe es mal ganz unten rauf. Also hier sind sogar die 45, also 15.145. Und dann hier oben dieses Level um die 15.000. Wo haben wir das Hoch hier gehabt? 15.337. Das Top da oben. Da müssen wir drüber. Und dann schaut es interessant aus. Und der Markt macht hier gerade so ein bisschen was wie eine kleine Wendeformation. Schaut mal hier, das ist das Widerstandslevel, was wir aktuell da haben. Und wenn es der DAX tatsächlich schafft, über diese Marke drüber zu gehen, dann haben wir hier wieder schön den Aufwärtstrend da. Und von der reinen Formation her sieht das Ganze auch schön bullisch aus dann an dieser Seite. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn man es mal sehen möchte, hier die Betrachtungsweise hier, einmal hier, einmal hier. Hier ist die Nackenlinie, da wissen wir, was los ist. Das sieht man einen Wechsel, eine Wechselformation an dieser Stelle. Und wenn wir tatsächlich hier drüber wegfliegen, dann kommen wir halt schön, ich mache es jetzt einfach mal so, aus diesem Abwärtstrend raus im Wechsel, also eine Wechselformation hier in den Aufwärtstrend. Und wenn es dann tatsächlich hier über dieses Level fliegt, dann haben wir einen Aufwärtstrend und der hat dann schön die Anlaufmarker, wie wir sie hier oben auch drinnen liegen haben.
Das heißt, die Fortsetzung hier über die 15.337 auf die 15.4 und 15.5 und 15.6. Das sind die Marker, die wir schön auf der Oberseite haben. Schaut bullisch aus. Sollten wir allerdings hier unter dieses kleine Zwischentief drunter laufen, Moment, komm mal mit hier, also hier unten drunter laufen, dann ist das eher Abprall von hier oben. Also das wird sich auch sehr schnell entscheiden, ob der Markt dieses Level kauft oder eher auf die Unterseite geht. Und wenn er auf die Unterseite dreht, kommt das in Frage, was ich gerade auch gesagt habe, die Zwischenseite hier. Und da unten wird sich dann entscheiden, ob wir dann wieder in die tiefere Region laufen. Aktuell stehen wir hier am Entscheidungslevel im DAX. So, weitere Fragen haben wir jetzt hier nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich, ja, wie jeden Trading-Tag sozusagen an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Planen Sie den Trade, traden Sie den Plan. Klicken Sie jetzt noch kurz aufs Like-Knöpfchen und wir sehen uns morgen früh live um 8.30 Uhr exklusiv hier bei Tickmill. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für das Like und die Weiterempfehlung. Bis morgen früh um 8.30 Uhr. Tschüss.